Dianto. Ich verstehe das nicht. Warum hast du mich für den Kampf ausgewählt? Ich spüre eine tiefe Trauer in dir. Oder Reue? Ja, du bereust etwas. Dein Instinkt trügt dich nicht, Dianto. Ich bitte vielmals um Verzeihung für die Zerstörung deiner Insel. Aber ich habe dich dort nicht gespürt. Wofür entschuldigst du dich also? Dafür, dass ich nicht dort war. Ich hätte Lord Samroth vielleicht stoppen können. Wie meinst du das? Meine Familie stammt von Salni. Samroth hielt mich wegen meiner Vorbehalte gegen die Strategie von der Mission fern. Als ich herausfand, dass Salni ein Ziel war, war es bereits zu spät. Darum wolltest du also, dass ich gegen dich kämpfe, weil du Buße tun wolltest. Du glaubst also, jetzt alles zu beichten würde deine Seele retten. Ha! Euer Imperium hat auch mein Land zerstört. Du lässt doch nur den Kopf hängen, weil dieses Mal deine Heimat dran glauben musste. Ich erwarte nicht, dass ihr uns verzeiht. Noch fände ich es angemessen. Aber nur weil wir dem Imperium dienen, sind wir nicht alle gleich. Man kann das Imperium als böse abstempeln, aber das wird der Sache nicht gerecht. Könntet ihr es nicht einfach in Erwägung ziehen, mir zu helfen? Die Welt hat genug gelitten. Ich will nicht, dass noch mehr von ihr verloren geht. Der Gestank eurer Sünde kann niemals abgewaschen werden. Dianto, aus dem Weg! Schieß diesen Pfeil ab, dann wirst du es sein, die etwas bereut, Chera. Ich wurde geboren, um Leben zu schützen. Ich will heute keines beenden. Na schön, Dianto zuliebe werde ich dir dein Leben lassen. Aber bilde dir nicht ein, du wärst damit aus dem Schneider-Imperiums Hund. Möge deine Reue dich auf Schritt und Tritt verfolgen. Ich danke dir, Kriegsmeid der Zwielichter. Mit jeder Sekunde breitet sich der Verlust weiter aus. Wir, die Veteranen des Imperiums, können sein Voranschreiten nicht stoppen. Es ist nicht viel, aber ich kann euch zumindest einen Winger... Nein, er ist verschwunden. Ah, wir sind als nächstes dran. Wir werden auch auf ewig verschwinden. Lauft! Ihr Narren, ihr wolltet in solch einem Moment euren Posten verlassen? Ich werde euch alle vor das Kriegsgericht bringen. Und zwar noch heute. Und haut selbst ab. Ja, ich muss General Aronus retten. Lass ihn, Kanata. Wir können nicht jeden Verlorenen einzeln wieder zurückholen. Wenn wir nicht sofort handeln, verlieren wir den Winger. Vergiss unsere Mission nicht. Wir müssen Krom aufhalten, ehe es zu spät ist. Konzentrier dich, Kanata. Van hat recht. Wenn wir Krom nicht aufhalten, geht die ganze Welt verloren. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen, wenn wir es besiegen wollen. Ich weiß, das muss schmerzhaft sein, Kanata. Aber du tust das Richtige. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Winger retten wollen. Wenn wir Krom besiegen können, haben die Leute noch eine Chance. Oh, ich kann nichts machen, ne? Oh, wir können Dianto spielen. Ich will Dianto aber nicht spielen. Ich will Dianto auch wieder aus der Gruppe haben. Es ist erstmal wieder Van in der Gruppe. Keine Ahnung. Weiß nicht warum. Oh, jetzt ist er auch noch weg. Okay, wir kriegen aber trotzdem unseren Winger, oder? Rein theoretisch hat er uns ja die Erlaubnis gegeben. Also so jetzt so rein theoretisch. Oh, die stehen. Just gut, die stehen da noch. Das gefällt mir. Oh, die waren jetzt gerade echt gehart gewesen, die beiden. Also wirklich, die haben ständig Crit-Damage gemacht von 500. Das hat schon echt wehgetan. Aber das Problem ist auch, wir sind ja auch eher auf Angriff, auch was die Artefakte angeht. Wir sind ja erst Angriff als Verteidigung. Wir haben ja verteidigungsmäßig alles weggenommen. So, Winger. War meine hier mit drin, oder? Bin mir nicht sicher. Oder? Okay, Startplatz. Okay, ich glaube, hier ist der Winger. Entschuldigung, ich habe es gerade für mich gelesen.
Er hat nur gesagt, dass eine riesige Wolke auf uns zukommt. Da unten sind die Winger. Okay, wir müssen nach unten. Da unten stehen sie. Ich würde gerne irgendwie noch einkaufen vorher. Wisst ihr was? Wir kaufen vorher nochmal ein. Wir müssen einkaufen. Ist ganz wichtig. Na komm, aber das ist wirklich wichtig. Wir müssen wirklich noch einkaufen. Ich weiß, die Welt verschwindet, aber einkaufen. Shoppen gehen geht immer. Wir müssen uns doch ein bisschen auf den Endkampf vorbereiten. Zudem müssen wir nochmal schlafen, um unseren Vulgo-Suit aufzuladen und sowas. Also eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn wir uns, bevor wir den Winger anwingern, uns nochmal um alles kümmern. Weißt du, einkaufen gehen und so einen ganzen Kram. Vielleicht können wir ja noch unsere Waffen ein bisschen verstärken und alles. Deinen gegnerischen Skill versiegeln kann. Aha. Der Gegner mit einem düsteren Pulsstrahl trifft mehrere Bits mehr Schaden. Der sich über den Boden zum Gegner bewegt, wirkt... Was? Können wir eigentlich mal mitnehmen? Wirkt auf alle Verbündeten. Steigert die physische und magische Angriffskraft. Wirkt auf alle Verbündeten für 2 Bits. Vielleicht nicht schlecht. Greift den Gegner mit Bits an und stiehlt dabei LP. Erhöht dann Bits um 1. Wir haben großer Riss. Ah ne. Gegner mit Umzingelung und Angreifen wirkt Entkräften für 1 Bit. Der die Natur da... Warte mal, was ich nochmal gerne hätte, sind hier. Da wollte ich mal gucken. Warte, erstmal gucken wir... Nein, Entschuldigung, wir gucken erstmal hier. Den Gegner zurückwerfen. Der die Verteidigung, Aura, Unheil, Hüter, Windklinge... Leuchten können wir leider nicht machen. Hier, das wäre super gewesen. Hätte Damage auf alle gemacht, aber wir brauchen dafür Moos-Erinnerungen. Haben wir nicht so viele. Schade. Schade, schade, schade. Blitz. Phase. Ne, warte, hier. Schimmer. Ein Angriff, der 4-mal trifft. Flächenwirkung durch Spirit-Kraft wirkt bei jeder Aktionschance. Keine Ahnung. So, Flammen. Das hat er aber auch alles schon, ne? Gift, Aushöhlung. Hüllt den Gegner in einen Trugnebel ein, verhindert jegliche Aktion und verbreitet Angst. Versteinerung, ja, aber ich weiß nicht, gegen Endgegner hilft das, glaube ich, nie, oder? Gegen Endgegner hilft das, glaube ich, nie. Das hier will ich gar nicht haben, weil irgendwie brauche ich das nicht. So, 0. Feuerbonus, Wasser, Chronobonus. Achso. Heilig, um Heilig, Typ gilt. Auch irgendwas mit... Was? Lasagne habe ich gerade gelesen, aber steht langsam. Entschuldigung. Gilt auch für Nicht-Skill-Resistenz. Feuer minus Wasser minus Erde, Donner, Chrono, Heilig, Dunkel. Lebensaktion. Um neben den Effekt des aktivierten Skills die LP des Nutzers wiederherzustellen. Aller Verbündeten herzustellen. Das hier ist etwas, das braucht man. So. Eine Schwächung. Um die AZK Arbeitszeitkonto-Ladung des Nutzers nach Einsatz des Skills voll wiederherzustellen. So, dann dürfen wir nochmal, oder? Hm. Zornpfad. Schicksalspfad. Den aktivierten Skill, die SP aller Verbündeten wiederherzustellen. Oh, das können wir mal machen. Gigant, die nächste Runde zu stärken, nachdem ein Skill eingesetzt wurde.
Das hier, um das hier habe ich mich kaum gekümmert. Entschlossenheit. Und die Abwehr. Die Abwehr ist eigentlich auch immer ganz gut. Strahl. Um die Abwehr des Gegners teilweise zu ignorieren. Ne? Nach physischen Angriff. Todesmodus. Sofort tot. Ja, ich weiß nicht, ob sowas auch auf Gegner wirkt und so. Gut, wie gesagt, wir bereiten uns gerade nur drauf vor. Und da mache ich nämlich auch gleich die Aufnahmepause. Das ist nur jetzt eine Aufbereiten. Drauf vorbereiten, meine Güte. Okay, ich hätte gerne ein paar von ihnen hier, ehrlich gesagt. So, Beben ist schon, ne? Heilung 4, das ist schon super. Sturmkraft. Ich hätte hier auch nochmal gerne Lebensaktio drin. Weil er sowieso hauptsächlich diese Dinger hier verwendet. Schimmer. Genauso wie bei dir hier. Alle Verbündeten sammeln SP. Je mehr Sublimierung, desto mehr wird gesammelt. Das ist eigentlich ganz gut. Ich meine, klar, das kann man immer nur einsetzen mit Setsuna-Dingern. Ich kann eigentlich auch noch mehr kaufen, oder? Warum bin ich eigentlich so geizig in sowas? Ich weiß nicht, wir brauchen die Erinnerung gar nicht so viel. Wir können doch eigentlich alles kaufen hier. Und dann können wir doch auf jeden was machen. Physisch. Am besten mag ich immer noch das mit Heilung und sowas. Hier, Lebensaktio. Das mag ich immer noch am meisten. Weil es halt Heilung ist und Heilung ist geil. So. Nein, ich drücke immer die falsche Taste, Mann. Unheil nutze ich sowieso nie bei denen. Das wird unser Heiler hier, wa? So. Der Rest langt schon, passt. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen zu sehr ignoriert alles. Ich werde am liebsten auch nochmal rausgehen und gucken bei irgendein unserer Türme, unser Artefakte, was wir da noch so Schönes machen können. Nichts Tolles. Ja, auf jeden Fall viel Geld. Ja, die Sachen. Und pleite. Ich meine, wir können garantiert auch wieder irgendwas Schönes verkaufen. Besonders hier wieder. Schade, diese Goldringe sind nicht sehr viel wert. So, die Dinger können wir auch verkaufen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir nämlich jetzt auf den Endkampf zugehen. Deswegen bestreite ich hier gerade alles so. So, nochmal wieder alles verkauft. Zufällig irgendetwas, was man hier auch verkaufen kann? Schweinebraten. Okay, lass uns erstmal die Waffen an alles verstärken. Da geht nichts mehr. Wirklich? Komisch. Hä? Darf ich nichts verstärken? Hä?
sind meine... Meine Dinger hin, meine Gegenstände. Och nein. Ich bin so dumm. Habe ich die alle gerade wieder verkauft? Kann das sein, dass ich das gerade alles wieder verkauft habe? Leck mich. Kann ich laden? Oh nee, ich habe die doch nicht alle verkauft, oder? Ihr habt doch unsere 40.000, das wir da gerade gekauft haben. Ich habe zu schnell geklickt und alles. Nein! Oh, leck mich fett. Oh Mann, das gibt's ja gar nicht. Oh, ja gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich lade mal ganz schnell. Ich weiß aber nicht, wie ich in die in Optionsmenü komme hier. Ich weiß leider nicht, wie ich ins Optionsmenü komme hier. Ach Mann. Ja. Ich lade mal ganz schnell speichern. Wir sehen uns gleich wieder.